war. What you think that I've been fighting for? Got a cape on like a superhero. I don't need the negativity. I'm just trying to bring my people up. Hallo, der David hier mit dem vierten Teil unserer Roland Cheerlock-Doku hier auf Rap One. Roland, wir sind am Tiefpunkt angelangt sozusagen. 79 Kilo, sagst du. Genau. Und dann hast du gesagt oder gemerkt, realisiert, du musst was ändern. Wie bist du das dann angegangen? Also ganz alleine, ohne dass, ja, du hast schon mehrfach erwähnt, dir hat jemand gefehlt, der dich so an die Hand nimmt vielleicht in dem Moment. Wie bist du dann rausgekommen? Ja, also ich habe einfach für jeden auch einen Tipp von mir. Echt wichtig. Man muss auf jeden Fall Kontakt abbrechen mit so Leuten, die damit zu tun haben, mit Drogen, die nichts nutzen, die Loser. Das sind einfach Loser. Die, wo Drogen nehmen und kein Ziel mehr im Leben haben, sind einfach Loser, Verlierer. Einfach Kontakt abbrechen. Meide die Spielplätze, habe ich damals gesagt. Das heißt, meide die Kontaktpunkte, wo du dich mit denen triffst. Du musst auf jeden Fall Kontakt abbrechen. Du darfst nicht mit Leuten zusammensitzen, die Drogen dabei haben oder Drogen nehmen. Und die ganzen Nummern löschen von den Leuten. Aber sag mal, die Verantwortung für das, was passiert ist, hast du schon selbst übernommen. Ich meine, falsche Freunde ist immer so ein... Keiner hat mich dazu gezwungen. Ja. Ich habe selber gemacht, selber entschieden. Ja, aber wenn ich das entscheide, ich will es nicht mehr, da darfst du auch mit den Leuten nicht mehr zu tun haben. Du darfst auch nicht mehr mit denen sitzen. Weil du kriegst ganz andere Gedanken. Du willst wieder was anderes erreichen, was anderes machen. Und das wollen die nicht. Die wollen einfach dich dabei haben als ein Loser. Dann haben die mehr Loser auf einem Platz, weißt du? Und dann, wie gesagt, das sind laute, verrückte Kranke. Kranke hilft Kranken, weißt du? Die geben sich jeder die besten Tipps, aber keiner will was ändern. Und ich habe das dann in dem geändert. Kein Kontakt mehr. Meine Wohnung in Wiesbaden gekündigt. Bin wieder zu meiner Mutter gezogen. Und da habe ich wieder von null angefangen, habe dann wieder angefangen zu trainieren. Erstmal nur dreimal die Woche, weil ich habe überall Schmerzen gehabt. Ich habe so Schmerzen gehabt, mehr wie dreimal die Woche Stunde konnte ich gar nicht mehr machen. War das auch so eine Entzugserscheinung? Oder? Ja, das war Entzugserscheinung, vielleicht auch, aber das waren die Schmerzen, weil der Körper das nicht gewöhnt war. Ich habe dann gleich auch in den ersten 3 Monaten 20 Kilo zugenommen. Nur vom regelmäßig Essen und dreimal die Woche Training habe ich dann 98 Kilo wieder gehabt. Habe ich damals mit einem Freund von mir, mit Frank Michel, dann wieder angefangen zu trainieren. Ja. Und mit dem Milos, damals aus Wiesbaden, Milosevic, mit ihm habe ich dann auch trainiert. Und dann habe ich wieder regelmäßig trainiert. Bin zu meiner Mutter gezogen, Telefonnummer gelöscht, Kontakt abgebrochen, Wohnung gekündigt. So habe ich dann wieder angefangen. Hast du dann während der Zeit noch so die Rufe gehört, so? Was weiß ich, da, du wusstest ja, wo die Leute rumhängen und wo Party ist. Ja, die haben mich dann aktiv widerstehen, oder war das weg für dich, so das Bedürfnis? Ich habe es abgeschlossen. Also ich habe abgeschlossen. Am Anfang habe ich noch ein paar Mal die Leute so getroffen, habe ich gesagt, okay, das schaffe ich auch noch. Nichts zu nehmen, dabei zu sitzen. Aber ich habe gemerkt, das ist einfach, ich habe kein Thema mehr mit den Leuten. Du hast ganz andere Gedanken, ganz andere Themen. Dann habe ich gesagt, nee, das passt nicht. Dann habe ich wieder, wie gesagt, Kontakte in meine Richtung gesucht, damals, also Bodybuilding. Und so bin ich dann wieder in die Szene reingekommen. Ne? Da hat es noch, die Dagmar hat sich dann bei mir gemeldet, damals, die hat mir so einen Brief geschrieben, na, 2 Briefe, glaube ich, waren das, was ich so mache, weil die hat schon gedacht, die Leute haben so gehört, ja, der hat sich vor den Zug geworfen, der ist tot und läuft am Bahnhof rum wie ein Penner oder so. Ne? Das habe aber gar nicht gestimmt, das war nicht so. Und, das war die stille Post. Wo ja, genau. Ja, die haben aus dem Mücke-Elefant gemacht. Also das war schon eine schlimme Zeit, aber ich war nie Penner draußen oder ich habe mich nicht von Zug geworfen. Ne? Obwohl zu diesem Zeitpunkt hast du schon die Gedanken gehabt, vielleicht schließt du. Denkst du, das ist irgendwie in deiner Persönlichkeit so verankert, halt so dieses Extrem? Ja, man sucht immer nach dem Extremen. Also deswegen, ich habe Bodybuilding extrem gemacht. Und wie gesagt, das Feiern habe ich genauso extrem gemacht. Ne? Das war echt das Schlimme halt. Ich hätte mir das echt sparen können. Also derjenige, der die Richtung jetzt heutzutage wählt, soll auf jeden Fall aufhören damit, weil das bringt nichts. Du ruinierst dein Leben, du verlierst deine Freunde, du verlierst deine Familie. Du wirst ein ganz einsamer Mensch.
in dieser Zeit? In der Zeit, wo du dich dann da entzogen hast und wieder so, also ausgestiegen bist und dann wieder Richtung Training und Familie, da hast du bestimmt viel reflektiert, so was wäre gewesen, wenn, hätte ich 94 oder 95 voll durchgezogen. Wahnsinn, ich habe mich so geärgert. Oder vielleicht, sagen wir mal, hypothetisch, du hättest New York gewonnen, wärst total aufgedreht gewesen, wärst direkt zum Olympia und diese ganze Geschichte wäre nie so ins Rollen gekommen. Hast du wahrscheinlich viel drüber nachgedacht, wie dein Leben gewesen wäre, wenn, ne? Ja, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht und also das wäre ganz anders verlaufen. Also ich habe die Motivation damals so gehabt. Also meiner Meinung nach schätze ich so, ich hätte so unter die Top 3 auf der Olympia kommen können. Also gewinnen, das ist ganz was anderes. Ne? Das weiß man ja nie. Aber so Top 3 war auf jeden Fall drin. So dritter Platz oder so, da wäre ich echt voll glücklich gewesen. Und wie gesagt, von 94 bis 2004, da waren dann 10 Jahre, wäre ich dann 36, wäre ich immer noch nicht alt. Hätte ich so meine besten 10 Jahre gehabt, wenn ich dran geblieben wäre. Und da hätte ich eigentlich sehr, sehr viel erreichen können. Hm. Und so extrem, wie ich gefeiert habe, ne? So extrem, wenn ich da weitergemacht hätte. Aber du hast, wie ich schon gesagt habe, du hast diese große Chance, Big Chance, hast du noch diese große Chance einmal im Leben. Du musst einfach die nehmen und machen. Und jung bist du auch nur einmal. Ja. Gibt es da so einen Punkt oder eine Entscheidung, wo du sagen könntest, das war wirklich wegweisend für mein Leben? Oder sagst du, ja, du hättest vielleicht eh so, weil du so lange so in Askese gelebt hast, nur Sport, Diät und so, wärst du vielleicht eh mal irgendwie in die Richtung gegangen? Oder sagst du, das war eine Entscheidung, hätte ich die anders getroffen, dann wäre das alles nicht passiert? Also ich hätte nie die Droge anfassen dürfen. Also niemals, weil ich war eigentlich früher so. Also Gegner von Drogen. Ja, für mich, kann ich jetzt reden, Scheiße. Mach einfach weiter, wenn du so bist. Ja, für mich, die Leute, wo Drogen genommen haben früher, wo ich noch aktiv war, waren für mich Loser. Also keine Menschen für mich, so Verlierer halt einfach. Ich habe auch keinen Respekt von den Menschen gehabt, die sich mit Drogen zuknallen. Und dann war ich mittendrin auf einmal, ne? War schlimm. Und ich bereue den Tag, wo ich das überhaupt mit dem Scheiß angefangen habe. Ne? Ja. Weil erst war ich voll der Gegner. Ich habe damals eine Ex-Freundin gehabt, ne? Die hat ein Drogenproblem gehabt. Ne? Und ich habe ihr geholfen, da rauszukommen, aber ich konnte ihr nicht helfen. Und ich habe gesagt, das gibt's nicht, das sind so Verlierer. Wieso nimmst du diesen Scheiß? Mach das bloß nicht. Hm. Die hat mir geschworen, die nennt ihn dann wiedergenommen. Und ich konnte das einfach nicht verstehen. Wie kann man sowas machen? Und dann eines Tages, ich war mittendrin. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Dann war ich selber dann abhängig von dem Scheiß. Du hast dann allein da rausgeschafft. Hast du noch mitbekommen, wie so Kollegen von dir früher, sind die auch rausgekommen oder sind die dann da versunken? Oder? Ja, viele, die sind dann, wie gesagt, lange im Knast gelandet. Psychiatrie, Selbstmord, lauter so Sachen. Ganz schlimm. Also ganz schlimm. Da sind viele gestorben. Also das waren jetzt keine Freunde, würde ich sagen. Das waren halt so Drogenfreunde. Hm. Ja, also keine richtigen Freunde, weil in der Szene hast du keine Freunde. Also was dir dann geholfen hat, die Kurve zu kriegen, war, dass, gut, deine Mutter. Meine Mutter auf jeden Fall. Die hat wahrscheinlich auch keine Vorbehalte gehabt. Die hat sich gefreut, dass du zurückkommst. Ja, erstens das und zweitens, ich war so erfolgreich. Früher, ne, habe ich gekämpft, immer nach alles, nach Uhrzeit gemacht, Essen, geschlafen, Klamotten immer vom Schlafen hingelegt, so gestapelt, immer ordentlich das da hingestellt. Also sehr ordentlich, ne, und alles nach Plan. Und dann auf einmal total planlos und ziellos. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das geht nicht mehr weiter so. Erstens habe ich mich blamiert, also Blamage ohne Ende. Ich habe mich echt schlecht gefühlt, weil ich habe einfach versagt. Ne? Ich war einfach unten. Und diese Blamage den Leuten gegenüber und Sorge um meine Mutter hat mir das so gesagt, jetzt reicht's. Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Und wie gesagt, man hat auch dann Angst gehabt, dass vielleicht noch draufgehe oder so. Hm. Und dann im Leben damit bezahlt.
Aber als du dann raus warst, also deine Mutter hatte ich dann auch so stabilisiert wieder. Dann aufgefangen. Also die alten Trainingskumpels so. Genau. Das hat dir dann wieder Halt gegeben. Und das Training selbst wahrscheinlich auch, ne? Training selbst, dann die Dagmar damals hat sich gemeldet. Da sind wir dann, haben uns getroffen, dann sind wir dann zusammengekommen. Da waren wir auf der FIBO, dann waren wir auf der Hessenmeisterschaft als Zuschauer. Und ich weiß noch wie heute, wir waren auf der FIBO, da habe ich geschwitzt wie ein Ochs, ne? Ich habe mit der Dagmar bin ich durch die FIBO gerannt. Das war meine erste FIBO nach dieser Scheißzeit. Da habe ich geschwitzt. Meine Hände sind, die hat gesagt, die sind ausgelaufen. Ich habe so eine Angst gehabt, panische Angst vor der FIBO, dass die Leute mich da jetzt erkennen und sagen, ja, was war denn mit dir los und das und diese Blamage, ne? Aber da habe ich schon trainiert, also da habe ich schon, also schon ordentlich ausgesehen. Ne? Ja, aber trotzdem, ich habe so eine richtige Angst gehabt, auf die FIBO zu gehen, auf die Meisterschaften als Zuschauer, ne? Aber hast du dann gemacht, weil du hin wolltest oder weil du gedacht hast, du brauchst das als Therapie? Ich brauche nicht als Therapie. Ich wollte es wieder zurück einfach in das Leben, in das Bodybuilding-Leben. Meisterschaft, FIBO, Training, Wettkämpfe und alles wieder nach Plan zu machen, wie früher. Also back to the roots. Ne? Das war dann, also 12 Jahre hast du verloren? Ja, das sagen? War dann im Jahr 2009, habe ich dann aufgehört mit allem. Also dann habe ich endgültig aufgehört. Und da habe ich dann der Dagmar dann getroffen, 2010. Wie gesagt, 2009 habe ich schon mit dem Training angefangen. Dann 2010 sind wir dann zusammengekommen, 20.02.2010. Und ja, dann haben wir so Pläne geschmiedet, Fitnessstudio aufmachen, Training regelmäßig aufbauen, Wettkampf. Dann habe ich dann bei der Return of the Legends nochmal mitgemacht, Master ja, Pro. Da müssen wir nochmal drauf zurückkommen, ja. Genau. Also hast du denn dein Wohnort schon gewechselt? Ja, also die Dagmar wollte eigentlich damals zu mir nach Wiesbaden kommen, ne? Und ich habe mir gedacht, okay, Wiesbaden, naja, ich bin jetzt eigentlich aus dem Sumpf draußen, wirklich aus der Scheißzeit. Aber mich kennt hier mittlerweile jeder. Also muss sagen, du hast zu Bodybuilding-Zeiten, standst du schon in der Zeitung in Wiesbaden, du warst in den Clubs ein- und ausgegangen, in den Studios. VIP. Auch hier und da mal, ja. Reise gebaut, die in der Zeitung stand. Also man kannte dich da überall. Ja, im positiven und sehr negativen Sinne. Also beide Seiten. Ne? Und da habe ich halt gesagt, na, ich würde dann gern dann zu dir kommen, Richtung Schweinfurt. Ja, und dann bin ich dann 2010, weiß ich wie heute noch, das war der 1. September 2010, bin ich dann ja für immer nach Schweinfurt gezogen, die Ecke. Und dann hast du auch schon ein, ja, Comeback geplant praktisch dann schon, oder wie? Ja, dann die Dagmar hat mich gefragt, was ich so für Träume und Wünsche noch im Leben habe. Habe ich gesagt, also regelmäßig trainieren, keine Drogen mehr, Haus, Fitnessstudio, Bühne und Coach. Ja, und das habe ich dann alles gemacht. Alles eigentlich, ne? Ja. Ja. Also hast du nochmal ein Profi-Comeback gemacht? Genau. Das in Miami damals, ne? Genau, das war in Miami, das war im Dezember, glaube ich, 2011. Da habe ich mitgemacht, da bin ich dann 8. geworden. Da habe ich gerade wieder so, ja, knapp zwei Jahre trainiert. Ein Dreivierteljahr habe ich wieder dann trainiert, Vorbereitung gemacht und ja, da mein erster Wettkampf wieder. Ja, da habe ich 98 Kilo gewogen damals. War jetzt nicht schlecht, aber ich habe auch zu viel damals Gewicht weggemacht, weil ich war eigentlich mit 105 Kilo schon fertig. Und durch die Angst, dass ich nicht gut genug bin, diese Unsicherheit noch damals, habe ich dann immer Gewicht weggemacht. Und dann war ich dann zu leicht. Aber ich habe trotzdem 8. Platz gemacht. Die Form war gut. Aber persönlich selber hat es mir jetzt nicht gefallen. Gut, dann war natürlich dein Körper auch gezeichnet von den Verletzungen. Genau, Trizeps beide Seiten abgerissen, dann Schulterabriss, Rotatorenmanschette abgerissen, Bizeps Innenseite ein bisschen abgerissen, beide Seiten. Und nach dem Comeback hast du dann direkt entschieden, dass du Profi-Bodybuilding aufhörst? Oder wolltest du das nochmal so? Ja, ich wollte erstmal nochmal probieren, ob ich überhaupt so einen Wettkampf schaffe, ob ich eine Vorbereitung schaffe, ob ich überhaupt noch stark genug bin, mental sowas durchzuziehen. Und das habe ich einfach gebraucht, um wieder zu sagen, ich schaffe das. Ja. Aber dann weiterzumachen war dann kein Thema mehr, oder? Also ich hätte es auf jeden Fall gerne, sehr gerne noch weitergemacht, weil ich habe mich echt noch stark genug gefühlt, mental. Aber durch die Abrisse habe ich gesehen, dass es keinen Sinn hat, weil das hat einfach nicht mehr so ausgesehen wie früher.
wenn der Trizeps fehlt auf beiden Seiten und Schulter ist abgerissen ein bisschen und wenn du die kleinen Abrisse hast, es kann einfach nicht mehr so aussehen wie früher. Also wenn ich gar keine Verletzung gehabt hätte, dann hätte ich noch gerne auf jeden Fall ein paar Jahre mitgemacht. Mhm. Ja. Aber hast du damit deinen Frieden gemacht, dass du dann gezwungen warst aufzuhören? Ich meine, hast du dann dich ins Coaching vertieft, ja. Bist du sehr erfolgreich? Ja, also ich wollte dann auf jeden Fall keine Wettkämpfe mehr machen, selber. Aber ich habe dann entschieden, mein Wissen, meine Erfahrung weiterzugeben halt und dann Athleten vorzubereiten. Ja, auch sehr erfolgreich. Also wie viel, inklusive mir, wie viele deutsche Meister habt ihr schon gebastelt? Weiß gar nicht, aber das waren schon einige, ja. Also die letzten Jahre, würde ich sagen, überwiegend kamen ja. Die aus eurem Stall auf jeden Fall. Ja. Also da kannst du so deine Leidenschaft weiterleben. Weitergeben, genau, das Wissen, die Erfahrung, die Leidenschaft und diese mentale Stärke und auch die Tipps für die Zukunft, dass die Leute keinen Scheiß bauen, ne? Dass es einfach nichts bringt, das ist auch sehr wichtig. Also was ich bei dir immer merke, sind jetzt bei uns auch schon ja, 8 Jahre, ne? Mhm. Diese Motivation. Also ich denke manchmal, ich mache das jetzt 25 Jahre und es sind immer die gleichen Fragen, die so kommen von den Leuten und so und ich bin auch ehrlich gesagt eher so der Typ, wenn einer zu mir kommt, ich habe keine Lust, jemanden zu motivieren. Wenn er keinen Bock darauf hat, dann soll er es halt lassen. Mhm. Aber bei dir ist das immer so, als hättest du gerade deine erste Sporttribüne aufgemacht. Du bist immer noch so euphorisch mit Bodybuilding und so. Und ja, das ist auf jeden Fall so ganz interessant bei dir, wie motiviert du bist und wie gut du Leute motivieren kannst und wo diese ganze Energie immer noch herkommt. So. Ja, ich habe einfach irgendwie diese Gabe, ne, die Energie weiterzugeben. Das ist irgendwie bei mir drin. Also. Und ich gebe das auch gerne weiter. Das ist ja, mir macht das Spaß, Leute zu motivieren, aufzubauen, körperlich, aber auch mental, diese Stärke weiterzugeben. Obwohl ich jetzt diese scheiß Erfahrung hinter mir habe mit den Drogen, dann habe ich das immer noch nicht verloren, also diese Stärke, die ich da habe, weiterzugeben. Ich glaube auch deshalb, weil du halt bei Leuten siehst, wir haben das Gespräch ja auch schon gehabt, so, dass man halt die eine oder andere Chance vielleicht nicht mehr bekommt und dass man Sachen bereut. Ich glaube, das siehst du halt bei vielen voraus und ich sehe das voraus, ich sehe das ganz anders. Also ich kann die Zukunft schon sehen bei den Leuten. Mhm. Und ich traurig finde, wenn ich so oft Athleten habe und wenn ich genau sehe, da könnte man viel mehr machen, aber die wollen einfach nicht. Mhm. Die schaffen das nicht, die wollen das nicht. Ich gebe mir Mühe, aber die wollen es trotzdem nicht und versuchen dann woanders das weiterzumachen und dann wird das doch nichts. Und das ist echt traurig, das zu sehen. Also mich würde freuen, wenn ich so Athleten hätte, dann da sind, ich meine, da sind schon Athleten, gute da, aber dass die dann vom Anfang bis Ende das durchstehen. Ja, und auch, dass sie das zu schätzen wissen, dass sie noch die Zeit und die Möglichkeit und die Gesundheit und alles haben. Ne? Genau, das auch. Und dass sie jemanden an der Seite haben, der es ernst meint und 100% gibt und aus Erfahrung redet. Ja. Also so gesehen, Ende gut, alles gut. Genau, ja, das hast stimmt. Hast die Kurve gekriegt, hast dein Comeback gemacht, hast dann auch nochmal Fotoshoots gemacht, warst nochmal auf der FIBO, hast das alles nochmal mitgenommen und bist jetzt zufrieden mit deinem Coach-Dasein. Ja, also das macht mir sehr viel Spaß und wie gesagt, ich freue mich immer, wenn die Athleten sich verbessern und wenn ich denen mein Wissen weitergeben kann und wie gesagt, meine Erfahrung, die positive, auch die negative, dass sie daraus lernen können, das ist mir sehr wichtig. Ja. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, das war der vierte und letzte Teil unserer Roland Cielok-Doku. Ich hoffe, hat euch gefallen. Bis bald. Tschüss.